Das ist die RE50 nach Wolfsburg. Von Gleis 3A, IC 2444 nach Dortmund Hauptbahnhof über Hannover Hauptbahnhof, Abfahrt 18.49 Uhr, heute circa 5 Minuten später, heute von Gleis 5B und ICE 995 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Hildesheim, Abfahrt 18.59 Uhr von Gleis 6. So. Jetzt ist Blech Onkel zu Ende geredet. Wir haben den 26.10. Ich habe Frauchen zum Betriebsessen gebracht und ich vertreibe mir Zeit jetzt hier am Braunschweiger Hauptbahnhof. Ja, und ich wünsche euch mal viel Spaß. So, von Gleis 1 könnte das sein. Fährt, glaube ich, ein Wind raus. Eriks Richtung Fienburg bzw. Goslar. Ich blende es euch nachher wie gewohnterweise ein unten. So, Mikrofon noch nicht angesteckt. Von vorne kommt, oh, könnte ja der Truck sein. Da kommt auch noch was Schönes nochmal. Ja, Verkehrsbetriebe fallen als Gitter. Energiekoffer, Baureihe 155 von der Press. Sehr schön. Da schleicht sich wieder was an. Nach Cargo aus. 189er. Da hinten Ausfahrt mit 40. Wenn ich nicht sehe, oder ist es 60? Sehe ich jetzt nicht. Glaube, ist gelb, ist die 60 zu erwarten dann. Hier ist ein bisschen Baulärm, hier seht ihr die Absperrgitter. Da scheint wieder was durch Gleis 7 durchzurauschen. Das Schöne von Delta Rail. Grüße zurück.
Baulärm, Winkelschleifer. Da kommt was mit Licht, da kommt wieder die Nahverkehrsbahn wieder rein, Regionalbahn. Welche weiß ich nicht. Ich werde versuchen rauszufinden und dann werde ich es euch auch wieder sagen. Sieht wieder nach einem RX aus. Ja, das ist der Schöpfenstädter Zug wahrscheinlich. Aus der Nähe komme ich ja. Das ist die RB irgendwo aus Schöpfenstädt. Da kommt jetzt die RB50 in Richtung Hillesheim in Form des Ennos. Fahrstraße für den Enno schon eingestellt. Also muss er nur auf sein Pfiff warten. Und da kommt er schon. Wieder schön beschmiert. Sauerei sowas. Endstation ist Hillesheim. Gute Dreiviertelstunde sollte er da sein. In der Zwischenzeit hat sich die RB40 aus Magdeburg hier wieder eingefunden und fährt in die gleiche Richtung wieder zurück um 19.17 Uhr. Ohne Halt in Magdeburg-Herrenkrug, wurde vorhin durchgesagt wegen Vandalismus. Da zwischen den Bäumen, die ganzen Lichter lang gehen. Das muss man ein bisschen rauszoomen. Das Bahnbetriebswerk vom Braunschweig für den Hauptbahnhof. Und wir sind schon Kombinationssignale da. Erkennbar an der weiß-rot-weißen Marke und den gelben Pfeil nach unten. Das kann sowohl als Vorsignal als auch als Hauptsignal gelten. Ich kenne Braunschweig noch mit alten HV-Systemen. Der Blech-August hat gesagt, das ist die Regionalbahn aus Herzberg. Einmal um den Westharz rumgefahren. Der Zug endet hier. Da steigt die RB 45 raus nach Schöppenstedt. So, das ist der IC 2444. Heute auf Gleis 5 eingefahren. Sonst wäre er auf 6. Gott, jetzt geht's aber richtig rund hier. Über Berlin Hauptbahnhof in den Abschnitten
C BVG Abfahrt 19 Uhr Einfahrt. Vorsicht bei der Einfahrt. So. Auf 7 Uhr soll was kommen, auf 6 Uhr was kommen. Information zu C85. Gucken wir mal in die Richtung. Über Leipzig Hauptbahnhof. Abfahrt 19.60. Heute von der Da am rechten Rand könnt ihr sehen, da wird gebaut. Jetzt kommt der ICE von hinten und fährt das Bild zu. Schöner ICE1, Baureihe 401. Wird gleich der Bucklige noch kommen, denke ich mal. Da ist der Bucklige, der Speisewagen. Auf Gleis 6 ist der Zug der ICE nach Frankfurt. Mal gucken, wer zuerst abfährt. Die Bauarbeiterlärm macht einen verrückt. Ausfahrt hat der IC schon mal. Mit 50 darf er rausfahren. Nach Dresden Hauptbahnhof über Leipzig Hauptbahnhof. Abfahrt 9.10. Aber da hinten schiebt sich jetzt noch der IC noch vorweg. Abfahrt 9.10 von Gleis 8 direkt gegenüber. Heute ohne Halt in Magdeburg-Herrenhof. Ne, das ist der KISS gewesen, die Regionalbahn. Lüfter werden hochgefahren. Und hier ist halt Wolfsburg und dann Berlin. So, und der Frankfurter ICE ist auch schon Ausfahrt. Auch mit dem Buckligen. Na, hier werden gerade die alten Überdachungen weggerissen, oder sind hier schon weg, besser gesagt. Da, wo das Holzgeländer ist, haben wir eine Überdachung mit einem Schrägdach. Da kamen früher die Kofferkulis hoch und runter. Ist ja alles schon Vergangenheit. Dann wird hier das Bahnsteigdach noch verlängert und da oben ist so wie abgesperrt und Baulärm. Es sind auch nur diese beiden Bahnsteige hier für Gleis 7, 8 und 5 und 6. Die anderen sind zwar auch fast so lang, nee, nicht ganz so lang. Und die sind nicht ganz so sehr überdacht. Zur Regionalbahn. Warte mal, war dann der IC vorhin ein umgebauter KISS? Das sah nicht mehr nach einem KISS aus. Und das ist die L70 nach Hannover. Das wundert mich jetzt natürlich, ne? Da war das andere. Ah, da war das. Oh, da war. Kleiner Funken. Da funkt es wieder. Da war das wahrscheinlich ein umgebauter KISS gewesen. Ne? So, auf Gleis 7 soll was vorbeikommen, hier wo wir stehen. Gucken wir mal. Da kommt die RE70 aus Hannover, der Gegenzug. Und fährt als RE70 auch wieder zurück. Ich mag diesen KISS-Zug. Gleis 7, Einfahrt IC 2555 nach Dresden Hauptbahnhof über Leipzig Hauptbahnhof in den Abschnitten
10 bis 11, Abfahrt 19:10 Uhr. Heute erste Klasse in Abschnitt. Da kommt ein Kofferzug. Vorsicht bei der Einfahrt. Sieht nach Hamburger Hafenlogistik aus. Grüße zurück. Gute Fahrt. Kommt jetzt der IC nach Dresden, wenn ich richtig geguckt habe. Das könnte auch von der Trax gewesen sein vielleicht. Gucken wir gleich mal. Der IC nach Dresden, genau. Ist doch kein Kiss, war der Steuerwagen hinten. Und stopp. Da kommen wir irgendeine unbekannte Regionalbahn rein. Ihre nächsten Anschlüsse: RB 40 nach Burg bei Magdeburg über Magdeburg. Abfahrt 19:07 Uhr von Gleis 8. Direkt gegenüber, heute ohne Halt in Magdeburg-Herrenkrug. RB 44 nach Salzgitter-Lebenstedt über Salzgitter-Kiel. Abfahrt 19:19 Uhr von Gleis 3A. RE 70 nach Bielefeld Hauptbahnhof über Hannover Hauptbahnhof. Abfahrt 19:20 Uhr von Gleis 5. RB 43 nach Sienenburg über Wolfenbüttel, Abfahrt 19:24 Uhr, heute von Gleis 2A. Und RE 50 nach Wolfsburg Hauptbahnhof über Fallersleben, Abfahrt 19:26 Uhr von Gleis 7. So, jetzt sind wir alle im Bilde und wissen, wo welcher Zug hinfährt. So. Der IC nach Dresden hat seine Abfahrtsbefehle gekriegt. Hört es takten. Drüben fällt diese Regionalbahn aus. Hat aus dem Bildschirm gefahren. Die RB 46 bei Herzberg. Und der IC nach Leipzig, hier nach Dresden, macht sich auf den Weg. Braunschweig Hauptbahnhof hat 8 Gleise für den Personenverkehr. Zwischen Gleis 5 und 4 ist ein Umfahrungsgleis und neben Gleis 8 ist Gleis 9 auch ein Umfahrungsgleis. Da kommt irgendetwas. Ich höre was, was fährt. Schön. Bauzug. Von Ray Systems zum 18er. Sehr schön. Hat Gerätewagen mit einer Hebebühne dran für Stromarbeiten, wie es ausschaut. Hilfskraftwagen, wie die Dinger heißen. Sehr schön. Lohnt sich heute Abend hier richtig. Der RE 70 macht sich wieder auf den Weg Richtung Bielefeld.
Auf Gleis 6 soll ein Zug durchfahren. Auf Gleis 7 soll der Enno gleich uns im Rücken kommen. Mächtig was los hier. Ich merke, ich muss mal wieder nach Kreinsen hin. Ja, der Klang ist doch herrlich von der 216. Haben wir sie noch mal. RE50 nach Wolfsburg. Und hier ist ein vorletzten Halt. Und Wolfsburg ist Endstation. So, der Güterzug, der durchrauschen soll, der kommt noch nicht. Wahrscheinlich muss erst die RE70 die ganze Strecke wieder freimachen. Der Enno verdeckt es den Güterzug. Emden Hauptbahnhof über Hannover. So, da kommt er endlich. Abfahrt 19:49 Uhr. Heute circa 5 Minuten später von Gleis 6. HP2 erhalten. Oder KS2 besser gesagt. Abfahrt 19:54 Uhr von Gleis 5. ICE 1590 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof. Schöne Trax. Jetzt hat er KS1 gekriegt. Macht hier so ein Licht, das Fernlicht an, wenn er was sieht. Aber fahren kann er ja eigentlich nicht. Oh, hat schwer gut geladen. Fahrträger. Janus-Wagen ohne Selbstentladung kann man ja auch kippen. Ist orange, auch nicht schlecht. Schwellen. Und zum Schluss nochmal Haarträger. Und hier haben wir so ein Sahnestück. Wisst ihr, was mir gerade auffällt an der 218? Der Lokführer sitzt ja immer rechts. Und da sind die Fenster größer und die Tür ist weiter hinten. Oh. Doch nicht anfahren? Was für ein Sound. Ich sage mal, unterstelle ich mal, Turbotitten, affengeil ist das doch, der Sound. So, ist ein Dunkel verschwunden. So, in Gleis 6 haben wir KS1, da soll gleich ein Zug durchfahren und auf Gleis 7, wo wir jetzt stehen, auf dem Bahnsteig, kommt auch gleich ein Zug. Da hinten sehen wir schon die Spitzensignal. Dann gucken wir mal, sieht es wieder nach einer Trax aus oder 152er. Erkennt man jetzt nicht ganz so sehr im Dunkeln. Dann schwenken wir erstmal hier. Der Zug ist schneller.
145er von der MEG mit Koffern. Eilt gen Westen. Beleuchtet jetzt in einem anderen Zug so ein bisschen. Das sieht auch ganz attraktiv aus. Ein Cargo oder sowas. Oder Whalepool. Grüße zurück. Fährt aber auf KS0 zu, weil er hält. So viel zum Thema Zugdurchfahrt. Jetzt schwanken die Waggons ein bisschen, da sind ja Flüssigkeiten drin. Flüssigkeit muss ich ja wieder beruhigen. So, setzt er wieder in Bewegung. Hat KS1 gekriegt, wenn ich richtig gesehen habe. Ich würde auf jeden Fall erstmal bis Richtung Magdeburg weiterfahren. Und dann, ja, wisst ihr es nicht. Weil, wenn er zum Rangierbahnhof reinfahren, wäre jetzt auf Gleis 8 bis auf Gleis 9 durchgefahren. Das hat er definitiv nicht getan. So, ja, der Hammerspecht ist auch wieder da. Ganzzug nur aus Kesselwagen. Zugschusstafeln, 2 Stück, Pflicht. Ich weiß bis heute noch nicht, warum sie keine roten Lampen reinhängen oder sowas. So, in der Zwischenzeit ist auch schon die RE15 nach Hildesheim eingefahren. Da steigt sich wieder ein Triebwagen von Eriks wieder. Auf Gleis 3 ein, oder? Das hier 6, 5, 4, ja, Gleis 3 müsste es gewesen sein. Und die R50 hat schon KS1, beides ist nur noch auf seinen Abfahrtsbefehl. Und dann geht's los. Diesmal als Einfahrtaktion. So, Signal auf KS0 zurückgefallen. So, KS1 ist eingestellt für Gleis 6 in Richtung Hannover. Und der Blechauges hat gesagt, jetzt fällt ein Zug gleich durch. Da kommt der besagte Zug relativ schnell.
Das war ein 140er der EVB, wenn ich mich nicht verguckt habe. Da kommt die RB40 aus Magdeburg zurück. Und bleibt dort stehen. Kommt die RE60 aus Rheine. Und der Bleche August hat gesagt, die fährt als RE70 nach Hannover wieder zurück. Die RE60, RE70 verkehrt ja im Halbstundentakt. Die Lackierung der Westfalenbahn gefällt mir. Das ist eine Vectrone. Zwei Vectronen. Ein Ganzzug mit Bulk-Containern von InnoFreight, wenn ich richtig geguckt habe. Ich habe leider zu spät das Video gestartet. Er hat mich noch kurz vorher noch mal gehupt wegen den Leuten auf dem Bahnsteig. Das Regionalbahn nach Salzgitter-Lebenstedt. Über Tiede. Einfahrt hat der IC 2032, wenn ich richtig gelesen habe, in Richtung Emden. Dem Rücken schleicht sich auch noch was an. Dieseltriebwagen auf Gleis 4. Achtung am Gleis 7, ein Zug fährt durch. Ich wiederhole, Achtung am Gleis 7, ein Zug fährt durch. So, jetzt kommt der angehörige Zug, der hier durchfährt. Der ein Wind. Und unser IC 2032. Jawohl, nach Emden hat Ausfahrt. Ja, braucht noch eine 3 Stunden bestimmt oder 4 sogar. Wir wünschen allen Fahrgästen eine angenehme Reise. Mit Halt in Magdeburg-Buckau. Baureihe 401, also ein ICE1 mit dem Buckligen. Der ICE hört auf den Namen Lichtenfels. Wo haben wir ihn denn? Da. Hat das KS1 gekriegt? Oder? Ah, KS-Begriff kenne ich aus. Ich würde mal Altwertsätze HP0. Das heißt, am nächsten Signal darf es erfahren. Oh, jetzt ist Blockabschnitt frei. Das müsste jetzt aber KS1 sein. Die Lüfter laufen hier an für die Fahrmotoren.
Sag mal, gute Fahrt nach Frankfurt am Main. Einen schönen großen Kopfbahnhof. Ja, die Triebköpfe der Baureihe 401 sind von der Technik identisch mit der Baureihe 101 zusammen. Nur, dass der ICE kleinere Räder hat. Sonst die ganze Technik ist gleich. Und da entschwindet er in die dunkle Nacht. Irgendwas kommt hier von vorne, wahrscheinlich irgendeine Regionalbahn, Regionalexpress. Auf Gleis 6 haben wir eine Durchfahrt. Signal ist von KS2, also Halt erwarten, auf KS1 gewechselt. Sieht nach 145er aus, 185er. Kleiner Militärzug mit Radpanzern und Unimogs und sowas. Oh, weg ist er. Von der Dunkelheit verschluckt. So, Gleis 6 sollen wir den Zug wieder durchfahren. Aber hier vorne steht jemand in mit der Weste und hat einen Rucksack auf. Mal hier, ich möchte einen Personalwechsel stattfinden. Und dessen schmuggelt sich die Westfalenbahn wieder rein, die RE60 nach Rheine. Ein 145er von der MEG, sehr schön. Ja, volles Haus drin. War bestimmt Ausbildung. Haben wir einen Personalwechsel. Gleis 7, Einfahrt IC2435 nach Leipzig Hauptbahnhof über Halle, Saale Hauptbahnhof in den Abschnitten 10 bis 11. Abfahrt ursprünglich 20:10 Uhr. Tür zu. Heute erste Klasse in Abschnitt E. Heute ohne Halt in Magdeburg. Heute mit Halt in Magdeburg-Buckau. Vorsicht bei der Einfahrt. So, jetzt kommt ein bisschen der blöde ICE hier und versperrt hier alles. So, es taktet. Diesmal im Dunkelgrau der Mittelteil, da war er meistens in Weiß. Dort Richtung Hannover kommt jetzt der ICE. Ne, der IC. Das ist der IC nach Leipzig. Genau, jetzt haben wir hier die Lösung. Das war doch kein umgebauter Kiss vorhin.
Das war der Steuerwagen. So, ich würde jetzt halten. So, und da setzt sich der IC 2435 nach Leipzig wieder in Bewegung. Ja, Leipzig müsste gut 2 Stunden eintreffen. Das heißt, jetzt haben wir es 20 Uhr. Springt gerade um. Denken wir so, 5 nach 10, 20 nach 10. Je nachdem, wie er durchkommt, sollte er dann eintreffen. Gerade einen richtigen Hänger beim Sprechen gehabt. Das soll der Mottozug sein, okay. In Form der RE70 nach Rheine. Da kommt der Enno, der RE50 nach Wolfsburg. Der hält nochmal in Wedde. Ich glaube, den Ort habe ich vorhin unterschlagen. Kann ich nur meinen Geburtsort und meinen Ort, wo ich aufgewachsen bin, unterschlagen? Geht ja gar nicht. Das ist der Enno, den wir vor fast mehr als einer Stunde gesehen haben, glaube ich. Der beschmierten Seite. So, der hält nochmal in Wolfsburg, in Fallersleben. Ja, nee, halt nochmal langsam. Der hält jetzt nochmal in Wedel, in Fallersleben und in Wolfsburg. Jetzt haben wir es richtig. So, auf der 6 haben wir eine Zugdurchfahrt. Relativ schnell. Tags 3, Grüße zurück. Und da sieht man es doch nicht mehr. Man hört ja was scheppern. Und für Gleis 7 haben sie auch eine Zugdurchfahrt gesagt. Und da sehen wir schon ein Spitzensignal. Könnte ein Vectron sein. Oder irgendetwas Altbaumäßiges. Wir werden es in den nächsten Sekunden erfahren. Ich tippe mal auf Vectron. Schöner wäre natürlich jetzt eine Euro-Dual. Aber schauen wir, was da kommt. Das war ein EEL-Vectron. Soviel ich weiß, haben die nur Vectrons als Leasing- bzw. Verleihfirma. 6, ein Zug fährt durch. Genau, auf Gleis 6 fährt ein Zug durch. Hat auch aufgeblendet, schon weiter hinten. Ja, fahren kann man vielleicht nicht gerade sagen. Jetzt wieder in die Überfahren. Okay, der Spitzenknabe, was aufgeleuchtet hatte, war nicht der Zug, der durchfährt. Der kommt jetzt. Hohes Spitzenlicht. Denke mal, wieder ein Vectron. Das sind die 140er der heutigen Zeit. Von der Form her.
So, das war gerade eine schwarz-grüne ELL Vectron mit diesen Bull-Containern von InnoFlight. Und da muss Hackschnitzel geladen haben. Es riecht harzig und nach Holz. Auf Gleis 7 soll wieder eine Zugdurchfahrt sein. Das läuft auf Gleis 5 die RE 60 oder RE 70 ein. Nee, gar nicht mal. Das ist eine andere Regionalbahn, das ist ja kein Doppeldecker. Gleis 4. So, das könnte wieder Vectrone wieder sein, was da kommt. So, der Triebzug, da war von Erix. Er muss aus dem Harzer Bereich kommen, Fienburg oder Bad Harzburg oder Goslar. So. Ihre nächsten Anschlüsse, RB48 nach Salzgitter-Lieden. Und das sind Vectrone. Das war ein Smartron. Kein Smartron, Dual Mode. Dort fährt auch was, gezogen auf Gleis 8 von der Foslo. Ne, Gleis 9 ist das. Da ist die RB50 eingefahren, nach Hildesheim. Und schon wieder die Ausfahrt. Hier wird die RB50 noch mit. Hat einen schönen Anzug. Und allen Fahrgästen eine gute Fahrt. Die nächste Zugdurchfahrt an Gleis 7, wohl angekündigt, dann kommt er schon. Da sieht man wieder nach einer Nicht-Vectrone aus. Ich denke mal, das wird auch unser letzter Zug sein für heute. Frau hat geschrieben, ich soll sie in guten halben Stunden abholen. Und das werde ich natürlich als Vorbild ja eher natürlich auch machen. So. Das sieht nach einer Tax 3 aus. Das soll es dann für heute auch gewesen sein. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe, euch beim Zuschauen auch. Sagt, lasst ein Abo da, lasst ein Like da. Keine Mindestvertragslaufzeit, keine Gebühren, kein gar nichts. Jederzeit kündbar. Hilft meinem kleinen Kanal. Und ich würde mich tierisch darüber freuen. Bis dahin sage ich tschüss, bis zum nächsten Video.